Bei Demonstrationen in Armenien wurden 230 Protestanten sowie drei Oppositionsführer festgenommen. Seit über einer Woche demonstrieren in Armenien Zehntausende Menschen gegen Ministerpräsident Serge Sargsyan. Sie bringen ihre Unzufriedenheit darüber zum Ausdruck, dass der bisherige Präsident Sargsyan nach zwei Amtszeiten vom Parlament zum Ministerpräsident gewählt wurde. Nach einem im Fernsehen ausgestrahlten Gespräch zwischen Oppositionsanführer Nikol Pashinyan und Ministerpräsident Sargsyan, bei dem Sargsyan mitten im Gespräch weglief, wurde auch Pashinyan festgenommen. Es ist die größte Protestwelle seit Jahren. Vor 10 Jahren kam es in Armenien zuletzt zu Demonstrationen gegen Sargsyan, bei denen 10 Menschen getötet worden waren.